Nochmal wiederholen. Also die Frage war, wie es sich sozusagen angefühlt hat, Anne Frank zu spielen, oder? Ob es eine Last war. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als ich die Rolle bekommen habe. Das schon mal zuerst gesagt. Also ich habe mich gefreut. Aber es war auf eine Art auch eine Last. Also es war nie so, dass ich Angst hatte, aber ich hatte schon auch ziemlich viel Respekt. Und es war beim Dreh eben auch, dass ich das Ganze sehr, sehr ernst genommen habe, mich irgendwie sehr schnell auch sehr stark mit Anne identifiziert habe. Das teilweise auch sehr extrem wahrscheinlich war und man mich da mal ein bisschen rausholen musste. Und es gab auch so Tage, da brauchte ich das total irgendwie so in der Stimmung zu bleiben. Also wir hatten ja das Studio in Köln nachgebaut, das ist nicht das Original Hinterhaus. Und es gab so Tage, da wollte ich in den Pausen einfach so in ein anderes Zimmer sitzen bleiben. Dann gab es aber auch so Tage, in denen bin ich rausgehopst und war dann wieder leer. Und ich habe das auch gemerkt, als der Dreh dann zu Ende war. Ich habe so Angst gehabt, dass er zu Ende geht. Ich meine, das ist beim Film, wenn man so eine tolle Arbeit machen darf, immer so. Gott, ist das zu Ende? Was macht man dann? Geht man halt zur Schule? Ja, ist ja so. Und ich war echt froh, dass ich nach 2 Wochen Ferien hatte, weil ich wirklich erstmal runterkommen musste. Und ich glaube, dass da auch noch ganz, ganz viel ist, was ich wahrscheinlich gar nicht so weiß. Aber das Anne zu spielen und dieser Film mich auch sehr geprägt haben. Wobei es gab ja auch sehr relativ viele intime Details, die vor der Kamera ausgebreitet und gespielt werden mussten. War das nicht eine Schwierigkeit, sowas zu spielen, wenn man das... Schon, also es war mein zweiter Film, es ist für mich ja alles, in Anführungszeichen, auch sowas alles ein bisschen neu. Also mein erster Filmkurs in dem Film und so. Und zum Beispiel die Spiegelszene, ich wusste erstmal gar nicht, wie wir das machen sollten und das war dann was, also ich finde die Szene nachher echt super, aber das war zum Beispiel was, wo ich erstmal gedacht habe, oh Gott, wie wird das jetzt? Aber ja, ich finde, um sozusagen Anne zu zeigen, sind diese ganzen Szenen auch sehr, sehr wichtig. Und im Endeffekt ist es dann auch überhaupt nicht schlimm, das zu machen. Aber die Haarszene natürlich, also das wundert mich, dass die Frage nicht kommt. Die Frage ist eigentlich immer die erste, sind das die echten Haare? Ja. Das war natürlich was, wo wir ziemlich lange, also uns dreien wurden ja die Haare abrasiert und ich glaube, Stella und ich haben fast jeden Tag darüber geredet, nicht weil wir dachten, oh Gott, unsere Haare werden abrasiert, sondern weil man die Szene nur einmal drehen kann. Das heißt, was machen wir, wenn wir was falsch machen? Und ich wusste wirklich bis kurz vorher nicht, wie diese Szene aussehen soll. Also wir waren dann in dieser Halle und es war eine riesige, was war das für eine Halle? So eine Industriehalle einfach. Und dann waren da so Stühle vorne und dann hingen von der Wand so alte Schermaschinen runter. Und es war einfach ganz, ganz schrecklich. Da waren das, ich glaube, wir hatten über 100 Frauen, also über 100 Komparsinnen an diesem Tag, die alle komplett nackt in diesem Raum waren. Also natürlich durften sie sich dann auch wieder anziehen, aber eben für den Moment. Und ich habe gesehen, erst wurden Martina die Haare abrasiert, dann Stella. Und ich war total fertig, als ich das bei Stella gesehen habe. Das war einfach so unglaublich schrecklich in dieser ganzen Kulisse da. Und ich bin da rausgegangen und habe nur geheult. Mich durfte niemand mehr angucken, niemand mehr anfassen. Und ich wusste nicht, was ich da gleich mache, wie ich mich da gleich auf diesen Stuhl setze. Und dann kam Hans einfach nur und meinte, Lea, in dem Moment soll Anne stark sein. Und dann wusste ich eigentlich auch, was er damit meinte. Aber ja, das war schon eine Szene, die mir auch in der Entstehung wahrscheinlich sehr, sehr lange im Kopf bleiben wird.